nächste Frage hat Herr Reitschuster. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung unserer Gesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Geht es Ihnen auch so wie mir? Haben Sie auch bei diesen Worten daran gedacht, dass Sie sich verhört haben? Nach dem Motto, das gibt es doch gar nicht. Ich dachte immer, Corona ist die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft, das größte Problem. Und jetzt auf einmal der Rechtsextremismus. Ja, was da dahinter steckt, das können Sie sich in meinem Video aus der heutigen Bundespressekonferenz anschauen, das ich wie immer im zensurfreien Internet hochlade, auf Getter und auf Rumble und auf Odyssee. Und glauben Sie mir, nicht nur dieser Punkt war spannend, es war phänomenal, wie die Regierung wieder antwortete. Man könnte auch böserweise sagen, wie sie nicht antwortete, beziehungsweise wie sie einfach sagte, dass man gar keine Antworten bräuchte. Die würden sich erübrigen, etwa bei meiner Frage nach Widersprüchen im Auftritt und in der Rede von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, das geht mir immer noch schwer über die Lippen, am Donnerstag hier in der Bundespressekonferenz. Voilà. Darüber hinaus, glaube ich, erübrigt sich die Antwort. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und glaube ich, erübrigt sich die Antwort. Immer diese Fehler beim Videoschnitt. Jetzt habe ich da doch wieder das reingebracht, was hier eigentlich gar nicht reingehörte. Das Versprechen des neuen Scholz-Sprechers vom Montag und dann nochmal die Antwort vom Freitag. Wahrscheinlich ein freudscher Schnittfehler, wenn Sie das so wollen. Ja, viel ergiebiger waren auch die anderen Antworten nicht. Es ging um die Widersprüche im Wochenbericht und in den Tagesberichten bei den Zahlen, bei den Fallzahlen beim Robert-Koch-Institut, auch da kam ich nicht weiter. Aber schauen Sie sich das in der Videozusammenfassung an, ebenso wie eine weitere Frage an Herrn Hebestreit und auch noch an das Wirtschaftsministerium. Gehen Sie mit mir rüber, wechseln Sie ins zensurfreie Internet, was umso aktueller ist, als man mir jetzt gerade meinen LinkedIn-Account gesperrt hat, offenbar endgültig, wegen hanebüchender Begründungen, und zwar angeblich wegen zweier Posts. Einmal ging es um Arizona, um eine Meinung zur US-Wahl, und das andere Mal um eine statistische Untersuchung, die eine FDP-Landtagsabgeordnete in Thüringen in Auftrag gegeben hat. All das darf man heute nicht mehr posten, sonst wird man mundtot gemacht. Aber wir haben ja keine Zensur, wie Herr Hebestreit so schön sagte, als ich ihn auf diese Zensur in den sozialen Netzwerken ansprach. Da meinte er, das sei keine Zensur, das sei der Rechtsstaat. Einen schönen Rechtsstaat haben wir. Nächste Frage hat der Reitschuster.